Also die höchste Bevölkerungsdichte hat. Ja, okay, haben die Stadtstaaten halt, ne? Ja, und gut, das macht ja irgendwie Sinn, ne? Halt von den Flächenländern NRW. Also zuerst Berlin, dann Hamburg, dann Bremen, dann NRW, danach das Saarland, lol. Okay, ja, gut, das ist ja, ja auch irgendwie genau, ganz viel Inzest. Also Mecklenburg-Vorpommern ist. Mecklenburg-Vorpommern ist am wenigsten dicht bevölkert. Okay, das ist ja interessant. Ich kenne ja auch nur einen meiner Zuschauer aus MacPom. Und der ist eine ganz große Bio-Banane. Hm. Warum war das? Hat nicht Bremen die größte Bevölkerungsdichte? Das weiß ich nicht. Wenn die alle besoffen sind? Uff. Hm. Ah! 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 Was passiert? Ich bin Gärtner, ich mache einen Wald. Bayern müsste doch zur Oktoberfestzeit eine hohe Bevölkerung ja, haben. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. So, und das liegt ja daran, dass Bremen gerade einen sehr hohen Strang an Erdwärme verlegt, weil die wollen eigentlich ein Kohlekraftwerk in Bremen vom Netz nehmen. Mhm. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, aus bestimmten anderen Gründen. Ja. Da Energie ja doch eine etwas interessante Mangelgeschichte werden könnte. So, und ja, deswegen legen die da jetzt Erdwärme. Nur das Problem ist, dadurch, dass dann solche Sachen ökologisch gemacht werden, wie dieser Baum, der darf nicht verletzt werden, schaffen die dann anstatt 12 Verbauten am Tag, bloß 2 Verbauten am Tag, also 6 Meter am Tag. Nun, anstatt wie vorher 36 Meter. Nein, ist schon sinnvoll, dass die auch ökologisch. In gewisser Weise finde ich das auch sinnvoll. Der ökologische Begleiter, den ich da habe, der macht eigentlich so Wasserschutz und sowas, aber der macht halt in dem Falle jetzt auch das. So, und die machen dann solche Sachen wie Amphibienzäune, haben sie da aufgebaut in der Nähe der Universität in Bremen. Oder da waren mal viele Frösche da, wo die baggern mussten. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir sammeln die ganzen Frösche jetzt ein und setzen die woanders aus, damit die, da die nicht gestört werden, sag ich mal. Das erinnert mich daran, wo Nico wohnt. Da ist ja auch so eine Schranke, die irgendwie dann immer zugeht, wenn da diese Krötenwanderungszeit ist. Ja, ist ja sinnvoll. Ist ja vollkommen sinnvoll. Wann hält schon mal jemand für Frösche an, ne? Da ist halt dann einfach die komplette Straße gesperrt. Nur, ich finde es manchmal ein bisschen übertrieben, krampfhaft jeden Baum retten zu müssen. Ich kann es verstehen, wenn da irgendwie so ein alter Stadtbaum ist, der ist wirklich Jahre alt und wirklich schön und toll und der liegt den Leuten am Herzen oder sowas, dann kann ich das schon verstehen. Aber jeden einzelnen Baum, und wenn es so ein blöder Ahorn ist oder sowas, der noch nicht mal wirklich groß ist, das finde ich dann doch schon etwas übertrieben. Weißt du, dann hast du da solche Leute, da kam so ein Bremer auf dem Fahrrad hergefahren, also einen, den ich sowieso nicht leiden kann, weil A, es ist ein Bremer und B, es ist ein Radfahrer. Kann ich beides irgendwie nicht ab. So, und dann kommt er da und mault mich, weißt du, ich habe damit gar nichts zu tun, ne? Der mault mich voll nach dem Motto, die würden da so ruppig baggern und das wäre scheiße, dass sie ja den Baum zerstören könnten. So, und im nächsten Satz, also wirklich im nächsten Satz, beschwert er sich dann darüber, dass das ganze Bauvorhaben nicht schnell genug geht, weil das Kohlekraftwerk, das soll ja vom Netz und das soll alles ein bisschen ökologischer gehen, aber das geht nicht schnell genug. So. Die Leute wissen auch nicht. Habe ich das einfach nur weggenickt und habe mich auch wieder umgedreht, weil ich habe einfach keine Lust, mich auf solche. Da brauchst du gar nicht diskutieren, ne? Kriegst du nur Migräne vor. Ja, das ist genauso wie die Leute, die sagen, dass die Feuerwehrleute mal bitte leise löschen sollen. Und das Traurige ist, das ist ja auch noch Realität. Ja.
Mein ehemaliger Kollege ist in der Freiwilligen Feuerwehr in Bremen und die haben damit ständig zu tun. Ständig, dass irgendwelche Leute da wirklich anrufen. Die rufen teilweise bei 112 an, um sich darüber zu beschweren, dass sie laut sind. Vor allem über 112. Was ist denn los? Frech, wenn die da die Leitung blockieren für. Das ist halt wirklich für Notrufe. Oh Mann, die sind sowieso schon schlecht aufgestellt momentan, weil die haben, ich glaube, ganz Bremen hat nur zwei Fahrzeuge mit Drehleitern oder drei Drehleitern oder sowas und das ist bei Stoßzeiten ist das einfach viel zu wenig. Silvester oder sowas, da haben die voll zu tun. Die sind nur am Rumfahren, ja. Da gab's eine interessante Reportage. Die Feuerwehr zu Silvester. Da sind die da, wollen gerade mit ihrem Orangensaft anstoßen um null. Und dann geht's schon wieder los. Dann müssen die da unterwegs ihren Orangensaft austrinken, weil die da halt die Zeit einfach nicht haben. Dann haben die ganze Zeit mit irgendwelchen Dachstuhlbränden zu tun. Schön. Aber ich weiß gar nicht, was war noch? Die sollen doch bitte die Sirene da und da ausmachen. Die Leute würden ja schlafen. Kann man das nicht leiser machen, das Martinshorn? So eine Sachen halt, ne? Oder parken beschissen. Da kann man ja die Leute, die sich da darüber beschweren, halt dann einfach bei der Feuerwehr vermerken. Ja, dass sie gleich in der Rangliste. Ja, genau, ja, das würde ich vielleicht nicht machen, weil ich würde die vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Wertung runtersetzen oder so, dass sie keine Priorität haben, sondern irgendwelche anderen und die dann halt erst als zweites oder sowas. Das könnte ich verstehen, dass die Priorisierung nee, das ist doch untergeht. Das so krass, wenn die dann auch wirklich gerettet werden. Die verdienen das nicht, gerettet zu werden. Naja, wenn sie meinen, dass die Feuerwehr nicht vernünftig ihre Arbeit machen darf. Dann müssen die da hinkommen und leise löschen. Also mit Eimern. Die füllen die Eimer und dann rennt immer ein Feuerwehrmann und schmeißt den Eimer aus. Wieso geht das Feuer nicht aus? Oh Mann. Der hat aber auch Geschichten rausgehauen, ich weiß das alles gar nicht mehr, aber da war so viel beschissener Krams. Da fehlten aber auch echt Gelder. Weil, ich weiß nicht, die Bremen will da irgendwie, die wollten eigentlich Gelder bezahlen, dann kam Corona und dann konnten die Gelder nicht mehr bezahlen und jetzt sind die Scheiße aufgestellt und... Also ich kann es ja nicht oft genug sagen, aber es gibt strunzdumme Menschen auf dieser Kugel. Schrapp Foxy. Auf dem Ball. Erdball. So, und dann hast du... Wobei die Bremer, das sind komische Leute. Dann gibt es aber zum Beispiel noch die Worpsweder. Ich glaube, Worpswede sollte vielen sogar was sagen, ne? Das ist ja so eine Künstlerstadt, ist das. Oder eine Stadt eigentlich nicht, ne? Künstlerort, sage ich jetzt mal. Aber was da für Verrückte sind. Alter. Da gab es zum Beispiel mal einen Therapeuten, den gibt's nicht mehr. Da gab es ja mal... Felix geläuft. Da gab es mal einen Therapeuten, der hat Seminare angeboten. Da konntest du am Wochenende kommen. Und dann hat er da so eine Sachen gemacht wie, du kannst dir ein Loch graben im Garten und dann schreist du da deinen ganzen Frust rein. Dann hast du das für dieses Seminar 800 Euro bezahlt, damit du da dir ein Loch gräbst und da deinen Frust rausschreist. Und dann haben die da so eine hässlichen Skulpturen dazu stehen. Alter. So nach dem Motto... Ich bin gerade auch auf Google Bilder und sehe so Skulpturen in einem Wald oder was das da ist. Ja, das ist da ganz komisch. Also das sind so richtig hässliche Dinger. Und das nennen die dann Kunst. Da hat dann irgendeiner so ein blaues Plastikpferd im Garten. Wenn du so dekadent lebst, brauchst du ein blaues Plastikpferd, ne? Ist das im Hintergrund etwa der neunmal kluge Torgix? Torgix ist doch nicht neunmal klug. Er ist höchstens sieben.
Was wollte ich denn jetzt? Brauche ich das Interface überhaupt schon? Ich könnte das ja machen, ne? Aber nur die Quests wegen den Quests machen ist ja auch irgendwie dämlich, also. Ich meine, das rennt ja nicht weg hier. Ich wollte eigentlich irgendwie mit dem ME anfangen, aber ich muss mir erstmal noch überlegen, wie ich das vernetze. Irgendwie muss ich den Kern ja reinbauen. Dann brauche ich vielleicht auch noch eine Strom, Dings. 7. Ich habe auch ein Kartenspiel. Es ist ganz normal. 7. Fendi, wir haben uns gerade schön über die Feuer, über die Leute, die sich über die Feuerwehr beschweren, beschwert. Ist Fendi schon weg? Das ist gerade gelüftet. Wow, ich habe das nie mitgekriegt. Ich habe Dingsmodus an. Hat er nichts gesagt? Er hat nur gesagt, ich bin wieder da und dann habe ich von dem nichts mehr gehört. In dem Moment, wo du ihn angesprochen hast, ist er gegangen. Ach so. Stimmt denn nicht mit dem? Ja gut, Faili ist ja beim THW, ne? Wer weiß, vielleicht hat der jetzt einen Einsatz gehabt. Die Leute haben sich beschwert, warum der THW nicht leise helfen kann. Ja. Warum können die Leute in Arweiler nicht leise den Menschen helfen? Ja, das hatten wir aber auf Baustellen auch schon ganz oft. Das ist so frech, wie günstig die Wohnungen in Hannover sind. Ich hasse Hannover. Warum können sie nicht so teuer sein wie Hamburg? Du willst ja bloß, dass ich genauso leide wie du. Ja. Ich meine, ich wäre auch nach Hannover gezogen, hätte ich da irgendwie eine jetzt Firma gefunden. Kommt der Clou. Es gibt auch Meisterschulen im Galabau in Hamburg. Könnte ich auch machen. Ja, dann mach's doch. Einfach mit Torge in Hamburg wohnen. Pass auf, dann zieh ich dir eine, dann ziehst du da wieder aus. Ich glaub nicht, dass du mit mir zu zweit in einer 20 Quadratmeter Wohnung leben willst. Na, ich meine, wenn das besser gepasst hätte, ich sag mal, wenn ich da ein Jahr früher das hätte machen können, dann hätte man ja vielleicht auch nach einer WG suchen können. Dann hätte man sich das irgendwie geteilt oder so. Vielleicht hätten wir da tatsächlich was Gutes gefunden, was bezahlbar ist. Dann hättest du für mich gekocht und ich hätte dich mit meiner Anwesenheit erfreut. Ich finde, das wäre ein sehr fairer Austausch. Und du hättest mir immer deine Gartenabfälle von der Arbeit mitgebracht. Und du hättest gesagt, hier, Küchenkräuter. Ja, Küchenkräuter. Und dann sind das so Äste. Oh Mann, ist das nicht wie so ein bisschen von Mr. Bean? Hat er noch nicht auch mal irgendwas gemacht? Hat er nicht mal Äste genommen und die klein gemacht und dann irgendwo reingetan? Hat er den nicht keine irgendwie... Keine Ahnung, das wird mich nicht... Hat wundern. Er da nicht Äste einfach genommen und dann als Knabberstangen da in die Schale getan? Irgendwie so. Was hat denn der da gemacht? Irgendwas mit Ästen. Ich weiß das ganz genau, wo er dieses Weihnachtsdinner oder das Partydinner oder sowas vorbereitet hat. Da hat er da so lauter Scheiß gemacht. Oh Mann. Ich hab dir gerade was auf Da ist Kaort. Das ist immer ein langer Link. Für den Preis. Ist das jetzt deine Wohnung oder ist das... Nein, das ist in Hannover. Ach so. Die Börsmannstraße 14 in Hannover Stöcken. Was man da für spottbillige Preise für Wohnungen kriegt. 34 Quadratmeter, 370 warmen Miete. Aha. Und auch für die Küche. Ich würde mir da die Finger lecken in Hamburg für. Das sieht schon, also da ist es eine, so auf den ersten Blick, eine schöne Wohnung. Alles drin da, so eine Duschwanne, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, in Hannover ist kein Problem, eine Wohnung zu finden. Das glaube ich auch nicht. Das sieht schon ziemlich cool aus. Laminatboden. Ja, muss ich mich nur früh genug drum kümmern. Ja, meine Mom hat auch mal in Hannover gewohnt. Jetzt möchte ich mal mir nochmal angucken. Ich habe richtig viel Messages gekriegt. Heutiges Tagesmenü, frisches Omelett mit Gartenkräutern.
Ich koche einfach das von Kurt Mirror nach. Ein 4 Meter langen Fisch. Auf die doppelte Länge rollen. Die Butter eine Minute lang betrachten. Ja. Ja, ich muss halt überlegen, wo ich das im E-System platziere. Also wir haben ja einen Vorteil, der vielleicht viele noch, den vielleicht viele noch gar nicht wissen. Das muss ich auch noch umbauen hier, das muss eigentlich rüber. Ich habe ja, hier muss irgendwo noch ein Eingang sein, da hinten. Extra so eine Trasse gelassen, wollte ich gerade sagen. So eine Zwischenetage, ne? Die ist wirklich nur für Kabellagen und Rohre und Technik, für Maschinen, die ich verstecken will, die nicht unbedingt sichtbar sein müssen, weil sie von alleine autark arbeiten. Hier hätte man Platz für irgendwas, weil den Raum, den werde ich wahrscheinlich so schnell nicht benutzen. Anderwältig. Wir haben den ganzen Dachboden, den ich noch gar nicht ausgefüllt habe. Hier könnte ich mehrere Etagen reinziehen. Könnte man eine Crafting-Etage machen, eine Speicher-Etage. Man könnte hier alles machen. Also vom Platz her reicht das alles völlig aus. Nach der Meisterschule gibt es dann nochmal 3 Jahre Master in München. Gibt es Studiengänge, wo man... Ja, doch, müsste. Hast du schon eine Bibliothek? Nein, aber den müsste ich auch noch haben. Ich könnte theoretisch danach Galabau studieren. Oder Landschaftsarchitektur. Könnte ich machen. Ich sehe da momentan aber noch keinen... noch keinen Sinn. Biologie ist momentan etwas, was ich niemandem empfehlen würde. Es gibt zu viele Biologen. Das ist unglaublich kompliziert geworden, da Stelle zu finden. Weil so viele Biologie machen. Zugegebenerweise ist das auch nicht so kompliziert. Ohne da jetzt jemand triggern zu wollen. Was tatsächlich gesucht wird, sind zum Beispiel Physiker. Aber ich kann auch verstehen, dass das keiner machen will. Wir hatten im Abi einen als Physiklehrer, der war eigentlich gar kein Lehrer, der war eigentlich nur Physiker. Okay. Den ja, haben. So einen hatte ich als Mathelehrer. Den haben die halt eingestellt, weil es nicht anders ging. Hm. Das Interessante war, er war technisch gesehen kein Lehrer, wurde aber als bester Lehrer gewählt, mehrfach. Okay. Hat er einfach wirklich. Der, Plan, war, ne? Der war halt einfach, er war gut drauf. Ja? Sie wusste von seinem Fach Bescheid, ne? Und der hatte immer gute Sprüche drauf. Das war ein toller Typ, also der war gut drauf. Aber der hatte irgendwie so eine Krankheit, der war immer. Der hatte so eine Untertemperatur irgendwie, dem war immer warm. Okay. Also seine Körpertemperatur war einfach niedriger. Das heißt, ihm war schneller warm. Okay. So, und dann kam der einfach jeden Tag, egal ob Frühling, Sommer, Winter, der kam jedes Mal in so einem Hawaii-Hemd. Heißt das so, Untertemperatur? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das gerade nur so genannt, weil ich keine Ahnung habe, was er jetzt... Nee, das ist dann ein medizinischer Notfall. Hypothermie ist ein medizinischer Notfall und liegt dann vor, wenn die Körpertemperatur unter 35 Grad sinkt. Und danach Doktor und danach Professor Doktor Agre. Agrar. Ne. Ne. Ich wollte Botaniker werden und dann in Südamerika Pflanzen erkunden, die es dann schon gar nicht mehr gibt. Ich komme so in Südamerika an, weil ich endlich meine ganzen Studiengänge und Lehrgänge und was nicht alles dranhängt durch habe. Und dann steht ja einfach nichts mehr, weil ich einfach den ganzen Urwald abgeholzt habe. Wo okay, sind denn die ganzen Bäume? Wir sind tot. Sie will ihren Frust irgendwie ablassen. Ruf sie mal eben an. Tu das. Und ich werde jetzt in diesem Atemzug tatsächlich den Stream beenden. Ja. Weil ich sowieso gerade irgendwie nicht
nicht so ganz bei Sache bin. Ich laufe die ganze Zeit jetzt, die letzte Zeit, wie wir jetzt hier unterhalten, laufe ich hier nur rum und mache irgendwas Sinnloses. Ich komme hier, glaube ich, zu nichts mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Stream. Das wird dieses Wochenende wahrscheinlich wieder sein, da das Wetter ja nicht so schön ist und ich sonst nichts machen kann. Deswegen werde ich vermutlich morgen oder Sonntag oder irgendwie so werde ich streamen. Und dann sehen wir uns zum einen neuen Stream und einem neuen tollen Tag, wo ich dann hoffentlich mehr schaffe und auch etwas konzentrierter bin. Vielleicht kann ich offscreen schon mal ein bisschen was vorbereiten, dass ich euch da nicht mit irgendwelchen baulichen Maßnahmen hier langweile, sondern gleich zur Sache gehe. So oder so, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Stream. Ciao. Tschüss.